Neben der optischen Anpassung von Das Studio, die wir gerade unter Style kennengelernt haben, lassen sich auch die Arbeitsbereiche anders sortieren. Dafür gibt es den Bereich Workspace. Den findet ihr ebenfalls unter Window und dann hier im Menü Workspace. Und auch dort gibt es wieder vorgefertigte Layouts, wie sie hier genannt werden, die ihr benutzen könnt. Standardmäßig eingestellt ist das City Limits Lite. Das bedeutet, es gibt eine linke Leiste, eine rechte Leiste mit den sogenannten Panes, eine Leiste unten, die eingeklappt ist, und oben das Menü. Es gibt noch weitere Layouts, die verschiedene Arbeitsbereiche abdecken. Im Full Service zum Beispiel wird nach einzelnen Content-Bereichen sortiert, nach Figuren, nach Klamotten, nach Sets und Props, also Gegenständen, dann nach Licht und Kamera. Da sind verschiedene Tabs, die man dann im Prinzip nach und nach abarbeiten kann. Hollywood ist ähnlich, aber ein bisschen kompakter. Self-Serve zeichnet sich durch die Panes aus und möglichst wenig Arbeitsplatz, der sonst verbraucht wird. Also rechts und unten bleibt der Arbeitsplatz leer, um das Bild anzuzeigen. Das normale City Limits hat Visa City Limits Lite verschiedene Bereiche hier an den Seiten, ist aber eingeklappt und hat links und rechts noch Menüs, auf denen man viele Funktionen hinterlegen kann. Hier sollte man allerdings schon ziemlich genau wissen, was man macht, weil die ganzen Icons ansonsten ziemlich verwirrend sein können. Ich selbst benutze gerne das City Limits Lite, weil es sehr übersichtlich ist, sehr gut erklärt und weil es für Anfänger alle wichtigen Funktionen enthält, die man für den Beginn braucht. Und man findet sie schnell wieder, im Gegensatz zum City Limits, wo man wirklich die Icons durchgehen und wissen muss, was man da macht. Für die Schule auch habe ich das City Limits Lite ausgewählt und man sieht, hier ist eine linke Leiste, eine rechte Leiste. Die rechte Leiste ist auch unterteilt in einen oberen Bereich und einen unteren Bereich. Wenn man mit der Maus drüber geht, verwandelt sich der Zeiger in ein Trennsymbol. Und wenn man mit der linken Maustaste gedrückt hält und dann die Maus bewegt, kann man diesen Bereich in seiner Größe verändern. Das geht übrigens überall, wo diese dicken grauen Linien sind. Also zum Beispiel auch hier oder auf dieser Seite oder auch hier unten, wo man noch einen unteren Bereich reinladen kann. Jeder Bereich hat hier einen Pfeil, mit dem man das Menü eben einklappen kann. Das findet sich auch hier unten und das findet sich auch hier rechts. Und dann ist er auch wieder an der Seite. Bei diesem unterteilten Bereich finden wir auch hier einen Pfeil, der den Bereich ein- oder ausklappt. Ich kann auch die einzelnen Tabs, die man hier Panes nennt, verschieben, wenn ich die mit der linken Maus gedrückt halte und dann zum Beispiel in den mittleren Bereich ziehe. So kann ich mir ein Pane woanders hinschieben, zum Beispiel auch auf diese Seite. Oder ich ziehe es wieder raus und schiebe es nach unten. Um wie auf der rechten Seite den linken Bereich zu unterteilen, habe ich mir ein Pane hier abgenommen und schiebe die Maus so lange in den oberen grauen Bereich, bis dieses Kreuz mit den Pfeilen auftaucht. Und jetzt mit der linken Maustaste gedrückt halten und in den oberen Bereich schieben. Und ihr seht hier, dass hier oben jetzt eine gelbe Linie auftaucht. Wenn ich jetzt loslasse, unterteilt sich mein linker Arbeitsbereich in zwei neue Arbeitsbereiche, in denen ich zum Beispiel auch wieder mein Pane verschieben kann. Diese Panes beinhalten ganz unterschiedliche Teile des Arbeitsprozesses von Das Studio.
Man kann zum Beispiel Content nachinstallieren. Man kann den Content in der Datenbank finden. Man kann seine Rendereinstellungen bearbeiten, damit man zum Beispiel nicht nur ein Bild, sondern einen Film rendern kann oder die Qualität des Renders verbessern kann. Wir haben die Auflistung der Szene, also alles, was in der Szene benutzt wird an Objekten, kann dann hier später aufgerufen werden. Wir haben verschiedene Parameter, die ich euch nachher noch erklären werde. Wir haben die Content Library, in dem sich der ganze Content befindet, den wir benutzen wollen, den wir auch direkt schon installiert haben. Ich kann da ja mal einmal ganz kurz reinklicken, dass ihr seht, was hier passiert. Da ist zum Beispiel die Figur drin, die wir später benutzen wollen. Und das alles ist unterteilt in diese verschiedenen Panes. Wie gesagt, wir gehen da später noch auf die wichtigsten Sachen drauf ein und ihr werdet noch viel kennenlernen, was man damit anstellen kann. Ganz wichtig bei der Unterteilung eures Arbeitsbereiches, wenn ihr sehr viele Panes in eurem Arbeitsbereich habt, kann es sein, dass irgendwann das Pane nicht mehr in der Größe zu verschieben geht. Ihr seht das hier jetzt, wenn ich versuche, das Pane nach unten kleiner zu ziehen. Ist hier Schluss. Einen gewissen Grad hat es hier mitgemacht und hat die verschiedenen Panes gestaucht, aber ganz stauchen lässt sich das nicht. Genauso geht es auch nach oben, nur ein gewisses Maß, je nachdem, was in dem Pane auch drin ist. Es gibt Panes, die lassen sich nicht kleiner schieben, die müssen so groß sein, damit die wichtigsten Funktionen angezeigt werden. Also da nicht wundern. Also wir kennen jetzt die Möglichkeit, das alles einzuklappen. Wir kennen die Möglichkeit, Panes zu verschieben. Wir kennen die Möglichkeit, neue Bereiche zu erstellen. Und jetzt werden wir uns noch angucken, wie man dann seine Panes nach Relevanz sortieren kann. Zum Beispiel gibt es hier ein paar Panes in der rechten unteren Seite. Die brauche ich am Anfang noch gar nicht. Das Parameters Pane werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist eines der wichtigsten Panes im ganzen Programm. Shaping behalten wir auch da. Die Content Library schiebe ich mir auf die andere Seite. Das wird nachher noch klar, warum ich das so mache. Face Transfer lasse ich erstmal da stehen, wo es ist. Damit werden wir in der Grundstufe noch nicht umgehen. Posing ist auch ganz wichtig und den schiebe ich mir ein höher. Also mit der linken Maustaste gedrückt halten und einfach nach oben schieben. Surfaces ist auch ebenso wichtig. Lights brauchen wir definitiv. Und die Kameras. Damit wäre diese untere Etage schon mal abgeschlossen. Rechts oben schiebe ich den Scene Pane nach links. Das ist für mich einfach die Auflistung aller Objekte in der Szene. Habe ich in meinem ganzen Arbeitsablauf immer auf der linken Seite gehabt. So habe ich das selber auch gelernt. Und deshalb lege ich mir dieses Pane auch immer auf die linke Seite. Das ist so ein bisschen ja, eine Angewohnheit. Ihr könnt schauen, ob das für euch genauso passt oder ob das Scene Pane lieber auf der rechten Seite für euch angebracht wird. Schaut einfach, wie ihr am besten damit klarkommt. Ähnliches gilt für das Environment Pane, das für den Hintergrund zum Beispiel zuständig ist. Das setze ich mir immer zusammen mit der Szene hin. So, Install brauche ich erstmal gar nicht. Das kann ich schließen und zwar, indem ich die rechte Maustaste benutze und dann auf Close Pane gehe. Und so kann ich ein Pane ganz einfach aus der Szene entfernen. Den Smart Content benutze ich selber nicht, aber ich lasse das Pane bestehen, falls ihr den Smart Content benutzen wollt. Aber ich schiebe mir den hier unten in den Bereich Content Benutzung. Kann ich das hier noch ein bisschen höher schieben? So, Draw Settings schiebe ich erstmal nach unten, brauche ich im Moment nicht. Na, willst du wohl? Das kann ich gerade nicht verschieben. So. Jetzt haben wir es geschafft. Hier brauche ich als erstes einmal die Content Library, die ist sehr wichtig. Die Render Settings hole ich mir hier oben hin, in dem Bereich. Und hier brauche ich noch
ein weiteres Pane, das noch nicht angezeigt wird. Und zwar hier mit der rechten Maustaste draufklicken, Add Pane und dann das Tool Settings Pane auswählen. Und das schiebe ich mir hier oben mit hin. Die drei lasse ich erstmal einfach so stehen. Das Simulation Settings wird später für Defaults benötigt, falls ihr das schon mal gehört habt. Wir werden da auch später noch drauf eingehen, auf Defaults. Smart Content ist, wie gesagt, eine andere Herangehensweise an die Content-Benutzung. Und Draw Settings werden wir wahrscheinlich noch nicht so schnell brauchen. Damit haben wir alle Panes so eingestellt, wie ich das in der DAS-Schule auch benutze und wie es für den Anfang sinnvoll erscheint. Wie gesagt, es ist euch vollkommen selbst überlassen. Ihr könnt noch mehr Panes hinzufügen, ihr könnt Panes entfernen, ihr könnt sie verschieben. Es ist auch möglich, wenn ihr jetzt auf mehreren Bildschirmen arbeitet, dass ihr ein Pane rauszieht, dass es locker ist und schiebt es zum Beispiel auf einen zweiten Bildschirm. Das funktioniert ebenfalls. Ich benutze das selber nicht so häufig, ich bin bisher immer mit einem Bildschirm ausgekommen, aber diese Möglichkeiten gibt es. Wenn ihr euren Arbeitsplatz eingerichtet habt und sagt, so soll es bleiben, so möchte ich das haben, könnt ihr diesen Arbeitsplatz speichern. Und zwar wieder unter Window, diesmal unter Workspace und dann Save Layout As. Hier gibt es da wieder einen Namen, da schreibe ich wieder Tutorial Café hin. Das ist so für mich immer das Layout, was ich für euch für die Lektionen benutze. Hier lassen sich jetzt verschiedene Sachen noch mit abspeichern. Also einmal natürlich die Position und Ausrichtung der Panes. Die sind hier ganz klar mit erfasst. Es lassen sich auch Actions mit speichern und Menüpunkte. Und auch die Toolbars kann man noch selbst erstellte mitnehmen. Wenn man Custom eingibt, hat man immer die, die individualisiert wurden. Mit Accept wird das Ganze gespeichert. Und dann könnt ihr das auch hier sehen, wenn ihr jetzt Workspace Select Layout aufruft, habt ihr in eurer Liste euren gespeicherten Workspace mit drin. Kann man natürlich ganz verschiedene Sachen machen, auch für verschiedene Arbeitsabläufe, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ich brauche ein Layout zum Rendern, ich brauche eins zum Animieren oder für Content-Erstellung, kann man sich verschiedenste Layouts erstellen und kann die dann hier immer abrufen. Genauso ist das übrigens auch mit dem Style. Wenn ihr jetzt auf den gespeicherten Style zurückgreifen wollt, findet ihr ihn unter Select Style, eure gespeicherten Sachen. Damit wären die Grundeinstellungen für das Studio abgeschlossen und man kann im Prinzip loslegen mit dem Content.